Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu unserem jetzt schon 10. Eckstein-Stammtisch hier im Rechtsschutzsaal. Ich freue mich, dass wir zu diesem kleinen Jubiläum sozusagen jetzt einen sehr prominenten Gast bei uns haben. Saarländische Ministerin für Bildung und Kultur, Christine Streicher-Klibow. Toll, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gern. Ja, bei dem Stammtisch geht es ja immer ums Thema Transformation und wie wir das gute Morgen gestalten. Und da spielt natürlich Bildung eine ganz zentrale Rolle. Und wenn man an die Schulen denkt und besonders ans Thema Digitalisierung, dann durchlaufen die Schulen ja jetzt gerade selbst einen enormen Transformationsprozess, der natürlich durch die Pandemie nochmal einen ganz extremen Schub bekommen hat. Und da stehen die Schulen ja, wie gesagt, einerseits vor der Herausforderung, diesen Prozess selbst für sich zu gestalten. Und gleichzeitig sollen sie ja die Schülerinnen und Schüler später auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, dann auch selbst die Gesellschaft mitzugestalten und dort aktiv zu partizipieren. Ja, beim Punkt Digitalisierung, gerade was die digitale Ausstattung, digitale Endgeräte und so anging, sind ja erhebliche Fördermittel auch geflossen und da passiert ja ganz viel gerade. Wie würden Sie denn so den Stand beschreiben jetzt der Digitalisierung in den Schulen? Also tatsächlich kann man sagen, wenn man der Pandemie ein Positives abgewinnen will, dann ist es, dass sie in die Digitalisierung der Schulen und die digitale Bildung einen echten Schub gebracht hat. Mhm. Auf zweierlei Art und Weise. Also zum einen haben wir, glaube ich, festgestellt, dass wir, wenn wir in eine ähnliche Situation nochmal kommen und aus welchen Gründen auch immer Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule sein können, dann brauchen wir andere Instrumente, damit umzugehen. Da ist in der Pandemie ganz viel geleistet worden von Lehrerinnen und Lehrern. Und auch Schülerinnen und Schüler und die Eltern haben sich auf verschiedensten Wege auch darauf eingelassen, auf Distanz zu lernen. Mhm. Aber ohne den Blick auf die technische Unterstützung funktioniert es nicht. Und da waren wir als SPD in der Regierung auch sehr stark hinten dran, dass das ein Schwerpunkt sein muss. Und zwar so, dass wir jetzt nicht einfach per se sagen, okay, wir statten jetzt alle Lehrer und alle Schülerinnen und Schüler aus und dann läuft das, sondern wir verfolgen den Ansatz, dass man mit den digitalen Inhalten tatsächlich auch versucht, die Bildung gut zu vermarkten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gut läuft. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen die Inhalte und die Technik zusammenbringen und aber auch Digitalisierung jetzt nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern das eben so nutzen, dass man Kinder und Jugendliche auch bestens unterstützen kann. Und das ist eine neue Art des Lernens, die da jetzt Einzug hält in die Schulen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, aber eben sich auch nicht hinter dem Digitalen zu verstecken, weil das haben wir jetzt 2 Jahre erlebt, dass es eben nicht funktioniert, sondern dass für Kinder und Jugendliche in Schulen es auch sehr, sehr wichtig ist, ja, zusammenzukommen und auch ein gemeinsames Lernerlebnis zu haben. Das heißt, bei unserem Ansatz in der digitalen Bildung geht es gerade nicht darum zu sagen, jeder kann jetzt individuell mit dem Gerät lernen, sondern wir fördern eben auch das gemeinsame Lernen, digital gestützt, aber natürlich auch mal in digital freien Räumen. Das gehört für mich schon auch dazu. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das, was man braucht, um später einfach für die Zukunft auch gerüstet zu sein auf einem Arbeitsmarkt, der sich zunehmend digitalisiert, wo es aber auch als Mensch wichtig sein wird, zu wissen, wie kann ich diese digitale Revolution, die es ja schon auch ist, auch menschlich gestalten. Und die 2 Aspekte kommen für mich da zusammen. Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, also es geht nicht nur um die Ausstattung, dann spielt ja die Qualifizierung der Lehrkräfte an sich sicher auch eine ganz wichtige Rolle und die muss man ja auch alle mitnehmen auf dem Weg der Digitalisierung. Was passiert da? Wie wird das gestaltet, dass die Lehrkräfte auch entsprechend qualifiziert werden? Also es ändert sich tatsächlich die Rolle des Lehrers und der Lehrerin auch im Klassensaal. Weil natürlich, wenn man Digitalisierung richtig gut einsetzt, was wir natürlich auch versuchen, dann wird es so sein, dass das Digitale auch ein Stück weit den Lehrer und die Lehrerin auch entlasten kann. Mhm. Also ich mache es immer ganz gerne am Beispiel Mathematik. Wenn ich eine Software habe, die dem Schüler auch sehr schnell einen Hinweis gibt, ob er jetzt mit seinem Rechenweg richtig liegt, dann muss das der Lehrer oder die Lehrerin nicht nochmal extra kontrollieren. Da geht ja auch viel Zeit drauf. Stattdessen kann man die Zeit nutzen, eben den Schülerinnen und Schülern nochmal unter die Arme zu greifen, die vielleicht noch ein bisschen Erklärung brauchen. Oder diejenigen, die ja sagen, oh, ich bin so, mir macht das so viel Spaß, ich brauche noch mehr Futter, denen dann auch Hinweise zu geben, wie sie das erreichen können. Und das braucht dann natürlich auch eine andere Form der Ausbildung. Deswegen sind wir da auch
schon seit ein paar Jahren unterwegs, Lehrerinnen und Lehrer, die frisch in den Beruf kommen, auch gut vorzubereiten auf das Thema digitale Bildung und Medienbildung. Mhm. Aber wir haben auch eine tatsächliche Fortbildungsoffensive auch gestartet, um den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie brauchen da auch Ideen, wie sie den Unterricht dann mit neu gestalten können, auch Hinweise zu geben. Aber entscheidend kommt es natürlich auch darauf an, dass in der Schule selbst an jedem Standort auch der richtige Weg gesucht wird, wie man mit der Digitalisierung gut umgeht und vor allem, was aus Perspektive von Schülerinnen und Schülern auch benötigt wird. Mhm. Ein Punkt ist dabei ja sicherlich auch, wie stabil das Netz überhaupt funktioniert. Ja. Das hört man ja leider immer wieder, dass das nicht an allen Schulen, also es gilt dann auch nicht nur für Schulen, sondern auch in Haushalten und Unternehmen, so überall eigentlich, was den Breitbandausbau betrifft, stabiles WLAN und so weiter. Wer muss denn da noch seine Hausaufgaben machen oder wie geht's da, wie ist da der Stand? Also man muss tatsächlich sagen, wir haben viele Jahre im Ministerium für Bildung und Kultur auch dafür gekämpft, dass überhaupt bei den ganzen Breitbandprogrammen und Initiativen Schulen und Bildungseinrichtungen, das gilt nämlich für Kitas genauso, mhm. in diesen Ausbauplänen überhaupt eine Rolle spielen. Also ich kann mich erinnern, noch vor 5, 6 Jahren war es gar nicht mal unbedingt im Blick, dass auch Schulen einen schnellen Internetanschluss benötigen. Man hat, glaube ich, den Breitbandausbau sehr lange nur rein aus der Perspektive der Wirtschaft und der Unternehmen betrachtet und gesagt, wenn die einen guten Anschluss haben und dann ist alles in Ordnung. Und heute wissen wir, dass das eben nicht so ist, dass dafür eben auch natürlich Bildungseinrichtungen brauchen einen guten Internetanschluss. Aber zu Hause muss der auch da sein. Also es bringt mir nichts, wenn ich Schülerinnen und Schüler mit Tablets ausstatte, sie dann aber auch zu Hause keine Möglichkeit haben, das ordentlich zu nutzen. Das hat, glaube ich, auch die Pandemie gezeigt. Wenn Schüler zu Hause sind und zu Hause lernen müssen, die Eltern im Homeoffice sind, dann bricht das Netz auch schon mal ganz gerne schnell zusammen. Und das setzt, glaube ich, an die öffentliche Daseinsvorsorge auch ganz andere Voraussetzungen. In der Breitbandstrategie des Saarlandes haben die Schulen jetzt auch ihren Platz. Aber das muss jetzt eben auch schnell geschehen, weil es gibt eine gewisse Toleranz auch bei all den Akteuren, die in Schule unterwegs sind, um digitale Bildung gut zu gestalten, auch eine Weile zu akzeptieren, wenn der Breitbandanschluss noch nicht da liegt und die Glasfaserkabel vielleicht noch nicht verlegt sind. Aber wir haben schon auch den Anspruch, dass hier an der Stelle eben die Planung im Land, aber auch die der Kommunen so abgewickelt wird, dass Schulen da oberste Priorität haben. Weil nur dann funktioniert es und vor allem dann kann es auch nachhaltig umgesetzt werden. Mhm. Ja, und jetzt ist ja ein, glaube ich, wichtiges Projekt, sage ich mal, also die Einführung von Informatik als Pflichtfach. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann geht es ja da nicht rein darum, dass die Kinder irgendwie programmieren lernen, sondern das hat ja irgendwie schon einen ganzheitlicheren Ansatz, oder? Was sind da so die Inhalte? Welche Kompetenzen sollen denn da eigentlich vermittelt werden? Also generell leitend für mich war die Idee, eben allen Schülerinnen und Schülern, die auf die Gemeinschaftsschule gehen und die aufs Gymnasium gehen, den Zugang zu diesem Fach zu ermöglichen. Mhm. Lange Zeit ist Informatik an den saarländischen Schulen eben zu einem Großteil eben nur an den Gymnasien umgesetzt worden und den beruflichen Schulen auch ein Stück weit. Und ein Großteil der Schülerinnen und Schüler war da eben außen vor oder hat es, wenn überhaupt, dann mal freiwillig in der AG machen können. Und hier haben wir jetzt wirklich den Ansatz, dass ab der Klassenstufe 7 die Schülerinnen und Schüler dieses Angebot kriegen und dann eben auch verstehen, wie die digitale Welt funktioniert. Das lässt sich nämlich nicht nur einfach mal in bestimmten Fächern integriert lernen, sondern dafür braucht man wirklich Zeit. Das heißt, es wird darum gehen, zu verstehen, was steckt denn hinter dieser digitalen Welt? Wie funktionieren Algorithmen und wie vor allem beeinflussen die unser Leben? Mhm. Und wie schnell ist man eigentlich in der Situation, dass man die Kontrolle über sein eigenes Leben, über sein Kaufverhalten, vielleicht auch seine persönlichen Interessen verliert, weil eben ein Algorithmus einem sagt, was man zu denken, zu tun oder auch zu mögen hat. Und das ist etwas, was Schülerinnen und Schüler, glaube ich, verstehen müssen, damit sie diese Welt, die sich ihnen ja auch auf dem Arbeitsmarkt irgendwann so darstellt, auch gestalten können. Und das ist das, was ich simpel gesagt mit dem Fach Informatik auch verbinde, dass das Schülerinnen und Schüler auch besser verstehen können. Natürlich brauchen wir auch dazu die Lehrerinnen und Lehrer, die das auch gestalten können. Das ist die nächste Frage gewesen tatsächlich. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir an der Stelle mit der Universität des Saarlandes einen guten Partner gefunden haben, der mit uns jetzt auch in die Ausbildung an der Stelle einsteigt. Das heißt, wir haben jetzt im ersten Schritt Lehrerinnen und Lehrer, die schon im Beruf drin sind, die sagen, ich will noch ein
weiteres Fach und wäre bereit, Informatik auch zu unterrichten an den Schulen. Die qualifizieren wir im Moment weiter und haben auch ein Rieseninteresse bei unseren Lehrerinnen und Lehrern. Das freut mich auch sehr. Aber wir brauchen natürlich auch noch weitere Fachkräfte. Und ich kann sagen, jeder, der sich auch für diesen Beruf noch interessiert, auch in der Zukunft vielleicht Lehrer oder Lehrerin werden will, wir brauchen auch junge, kreative Köpfe, die gerade in diesem Fach auch bereit sind, mit einzusteigen. Das wird sicherlich die Zukunft sein, weil ich bin mir sicher, also wir stehen bei der digitalen Bildung erst am Anfang. Da wird sich noch ganz viel verändern. Und das ist natürlich, wenn gerade im Fach Informatik, auch eine ganz spannende Zeit, die sich jetzt bietet. Wenn ich da mal einhaken darf, inwieweit haben wir die Strategie schon in der Umsetzung? Also das Fach Informatik wird ab dem Schuljahr 23/24 eingeführt im Saarland und wir sind jetzt schon in der zweiten Tranche der Fortbildungen, Qualifizierungen für Lehrerinnen und Lehrer. Also das steht im Grunde genommen kurz vor der Umsetzung und wird jetzt natürlich auch im Zuge der Planungen für G9 an Gymnasien auch nochmal dort eingebettet werden. Also wir sind da eigentlich schon sehr weit. Wir haben Expertinnen und Experten auch eingebunden in den Prozess, die uns jetzt auch im ersten Schritt dargelegt haben, was sind denn die Leitlinien für das Fach, also was sollte da drin sein. Und ich glaube, es wird wichtig zu sein, weil viele, gerade Ältere, die schon Schule hinter sich haben, die denken bei Informatik eben immer noch an das Erlernen von Programmiersprachen, was ja echt trocken ist. Und die digitale Welt hat sich ja auch extrem verändert. Das heißt, es wird viel stärker darauf ankommen, Prozesse in den Blick zu nehmen, Technologien auch zu verstehen. Aber vor allem, denke ich, das Wichtigste ist, das zu hinterfragen und auch die Instrumente zu haben, diese digitale Welt zu verstehen und sie dann auch entsprechend gestalten zu können. Jetzt sagten Sie eben, Interessenten werden auch noch gesucht. Mhm. Wie muss ich mir das als Lehrperson dann vorstellen? Muss ich dafür vorher ein Studium, ein Lehramtsstudium im Bereich Informatik gemacht haben oder brauche ich nur eine Affinität dazu? Also es gibt eben die zwei Wege. Ne? Einmal hat man ein Lehramt studiert oder studiert es jetzt gerade an der Universität und ist quasi dann auch noch in der Lage, ein weiteres Fach hinzuzunehmen. Das trifft also Lehrerinnen und Lehrer, die in der Ausbildung sind oder die schon im Beruf drin sind, die sich dann in unsere Qualifizierung begeben. Und das andere wird sein, dass wir auch ein Quereinsteigerprogramm auflegen werden. Das gibt es immer wieder, gerade dann, wenn wir in bestimmten Fächern, zum Beispiel auch an beruflichen Schulen, haben wir oft die Situation, dass wir eben ganz spezifische Berufsbilder brauchen. Und dann legen wir auch Quereinsteigerprogramme auf. Und dann können sich im Grunde genommen auch Menschen, die das Informatik studiert haben, aber jetzt nicht auf Lehramt, die können sich dort bei uns bewerben und die müssen dann natürlich auch noch pädagogische Qualifikationen erlangen. Aber auf dem Weg sind wir jetzt im Moment und werden das auch demnächst veröffentlichen, sodass wir dann auch davon ausgehen, dass wir genügend Leute finden, die dieses Fach mit uns unterrichten. Ich glaube, das Wichtige wird auch sein für die Zukunft, weil wir reden ja auch oft über Lehrermangel. Wir brauchen engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die auch Lust haben, sich mit uns in diese ganzen Transformationsprozesse hineinzubegeben. Mhm. Wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen. Schule ändert sich auch, weil unterschiedliche Professionen an Schule kommen. Wir haben Schulsozialarbeit ausgebaut und das wird die Arbeit und auch die Mitbestimmung an Schulen komplett verändern. Und ich glaube, das kann auch gerade für junge Leute, die in Schule auch was verändern wollen, die sagen, ich will jetzt nicht nur mein Fach unterrichten, sondern ich habe echt Lust, auch Schule mitzugestalten, ist das Saarland ein attraktiver Arbeitsmarkt. Deswegen werbe ich auch dafür, sich für den Beruf zu entscheiden, des Lehrers oder der Lehrerin, weil wir, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten haben, im Saarland Schule gemeinsam gut gestalten zu können. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende der Zeit. Deshalb, weil Sie es auch gerade angesprochen haben, würde ich vielleicht auch noch aufs Thema Mitbestimmung kommen. Das ist ja aus unserer Sicht immer ein ganz wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von Transformationsprozessen, dass Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte aktiv partizipieren. Wie kann man das in einer Schule einüben? Das ist ja eigentlich, wird ja der Grundstein gelegt, vielleicht für kritisches Denken auch Prozesse mitgestalten zu können. Was ist da wichtig? Also ich würde gar nicht erst in der Grundschule anfangen, sondern eigentlich beginnt das schon in der Kita. Das heißt, Kinder eben an diese Prozesse der Partizipation heranzuführen und ihnen deutlich zu machen, dass sie mit ihrer Entscheidung ihre Umwelt beeinflussen können, dass sie mitwirken können und vor allem auch
erfahren können, dass sie wirksam sein können. Ich glaube, das ist, beginnt schon in der Kita und deswegen haben wir auch in unserem Qualitätsprogramm für Kitas genau das festgelegt. Wenn man jetzt sagt, Kitas machen politische Bildung, dann hört sich das immer sehr schwer an, weil man denkt, Mensch, können Kinder schon politische Bildung verstehen? Aber in der Tat ist es so, dass das in die Kitas hineingehört und dass man sehr früh auch Kinder schon auf diesem Weg mitnehmen muss, weil in der Kita bereits angelegt wird, wie junge Menschen zukünftig denken, wie sie vor allem Politik auch wahrnehmen oder Entscheidungsprozesse wahrnehmen. Und wenn man Kinder eben in der Kita auch schon mit einbindet, indem sie zum Beispiel entscheiden, womit sie sich beschäftigen wollen, was vielleicht der Schwerpunkt in der nächsten Woche sein soll, was sie lernen wollen in der Kita, dann legt man sozusagen diesen Prozess schon an. Und wir haben unser Schulmitbestimmungsgesetz im vergangenen Jahr reformiert und haben gesagt, an der Schule wollen wir, dass Kinder sehr früh in die Mitbestimmung einsteigen. Deswegen haben wir jetzt den Geltungsbereich auch für die Schülerinnenvertretung auf die Grundschule ausgeweitet, weil es da eben auch wichtig ist, auch in der Grundschule schon Kinder an die Mitbestimmung heranzuführen und auch Instrumente zum Beispiel zu nutzen, wie den Klassenrat in einer Schule. Also dass ich mit dem Lehrer gemeinsam auch schaue, wie ich Probleme löse. Da geht es los. Und das setze ich dann natürlich fort bis auf die Landesebene letzten Endes. Also die Mitbestimmung in der Schule ist Teil der Unterrichts- und Schulentwicklung. Und ich merke immer, wenn ich an Schulen komme, die gut mitbestimmt sind, sind das auch Schulen, die in der Regel sehr gut vorbereitet sind auf Veränderungen, die auch gut mit sich ja jeden Tag irgendwie neu stellenden Problemen arrangieren können, da einen guten Weg finden. Und da, wo das vielleicht noch nicht so ist, merkt man das auch in der Regel ein bisschen. Ne? Also deswegen sage ich, Mitbestimmung ist auch extrem wichtig, um was Gutes am Ende für alle Beteiligten unter dem Dach der Schule zu bewirken. Und da zählen alle dazu. Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch Schulsozialarbeiter. Super. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Es ist die Zeit schnell vorbei, immer mit den ganzen Themen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, herzlichen Dank. Spannendes Gespräch. Es war sehr schön. Vielen Dank. Cool.